Vom Superstar zum Zirkusmusical. Das ist das Magazin Top Focus. Herzlich willkommen. Zum 100-jährigen Jubiläum vom Zirkus Knie stellt Rolf Knie ein eigenes Musical auf die Beine. Und für das Musical schlüpft Alexander Klaas in die Rolle von Friedrich Knie. Der Valentin Kähli hat ihn auf Probe besucht. Mein kleiner Freund, wir haben soeben etwas Großes erfunden. Das Showbusiness! Als Friedrich Knie spielt Alexander Klaas eine Person, die die Geschichte der Dynastie Knie geprägt hat. Er habe sich so gut wie es nur geht über seine Rollen informiert. Mittlerweile ist er so tief in der Geschichte, dass er seine Rolle nicht nur auf der Bühne spielt. Das legt man dann nicht direkt ab. Also ich bewege mich dann auch durch meine Wohnung so wie Friedrich Knie und versuche wirklich auch diese Körperlichkeit für mich herauszufinden. Und bei mir ist das so. Ich kann dann, wie gesagt, nicht einen Schalter umlegen, sondern ich bin das dann in der Zeit, wo ich probe, sowieso. Dann nehme ich die Rolle auch mit nach Hause. Der Alexander Klaas hat schon mehrere Hauptrollen gespielt. Darunter der Sam in Ghost oder der Tarzan im gleichnamigen Musical. Für ihn ist es wichtig, dass in der Rolle immer auch ein Teil von ihm selber zu spüren ist. Etwas von mir mit hineinbringen in die Rolle, das mache ich einfach immer, damit die Rolle an sich einfach einen sehr persönlichen Touch bekommt. Aber natürlich darf ich die Rolle an sich nicht verändern. Das ist die goldene Regel, dass man nicht irgendwie rumspinnt, insofern, dass es die Rolle komplett fehlinterpretiert. Im Knie das Zirkusmusical erzählen Darsteller vom Musical und Artisten vom Zirkus die 200-jährige Geschichte. Eine Verknüpfung, die es so noch nie gegeben hat. Auch für den Alexander Klaas ist das etwas Neues. Er könne aber von den Zirkusartisten einen Haufen profitieren. Ich glaube, Artisten, die jetzt so ihre Nummern machen, oder Seiltänzer, die einfach auf ihre Seile gehen und ihre artistischen Nummern machen, dann wieder von der Bühne runtergehen und fertig sind, die lernen hier auch noch zu tanzen, die werden hier auch noch gefordert. Wir Schauspieler im Gegensatz müssen auch noch jonglieren. Wir lernen auch Dinge, oder ich lerne hier auch Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe. Sie akzeptieren mich so, wie ich bin. Die Herausforderung eines Schauspielers oder jetzt gerade, wenn man 8 Shows die Woche spielt, ist ja wirklich, jede Show so zu spielen, als wäre es die erste. Und jede Show ist nie gleich, weil man ja auch nicht jeden Tag die gleiche Laune hat. Jedes Mal in eine neue Rolle schlüpfen, das ist am Alexander Klaas sein Daily Business. Sein Job sei mit keinem anderen Beruf zu vergleichen. Und er will ihn auch mit keinem anderen tauschen. Und trotzdem geht ihm manchmal auch sein Traumjob auf die Nerven. Also ich glaube, wie in jedem Beruf hat man auch mal die Schnauze voll. Und gerade in unserem Beruf ist extrem energiefordernd. Ja? Es kostet unfassbar viel Energie, immer jeden Abend 100% zu geben. Aber es gibt einem auch viel Energie, indem man Applaus zurückbekommt und indem man sieht, was das mit den Menschen macht, indem ich jetzt irgendwie nach der Vorstellung in die Gesichter schaue und ich sehe Leute, die gerührt sind, die gelacht haben, die geweint haben. Und genau diese Emotionen gäbe es dann auch bei diesem Musical. Für den Alexander Klaas ist der Fall klar. Man darf es einfach nicht verpassen. Sagt er und kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Knie, das Zirkusmusical, startet am 12. März in Dübendorf. Das war der letzte Teil von unserer Serie zum Jubiläumsmusical. Alle Folgen finden Sie zum Nachschauen auf toponline.ch. Ich wünsche einen guten Start ins Wochenende. Ade miteinander.